IC 78 Frankfurt am Main-Hauptbahnhof nach Binz in Rügen. Und es ist 5:14 Uhr und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Trains in World 3, der Danny spielt das. Wir werden heute die Baureihe 103 von der Deutschen Bahn fahren auf der neuen Strecke Mainz Hauptbahnhof, Koblenz Hauptbahnhof, linke Rheinstrecke. Und ich würde sagen, wir beginnen. Und zwar damit, dass wir unseren Zug aufrüsten, als allererstes mal den Fahrtrichtungswecker einlegen, den nach vorne verlegen und dann die Türen öffnen. Dann werden wir hier einiges einstellen. Führerraumleuchte. Instrumentenbeleuchtung. Das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Ich glaube, dann brauchen wir hier soweit nichts mehr. Nee, Heizung, das lassen wir mal. Ich glaube, das ist nicht nötig unbedingt. Schusslicht, das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Nicht. Dann sind wir hier soweit durch. Dann müssen wir natürlich noch den Bremsschlüssel entriegeln. Sonst geht ja sowieso nichts. So, wir müssen hier noch einiges einstellen. Nein, 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 nein. Das, das und das. Genau. Dann haben wir noch ein bisschen Zeit. Bremse noch etwas anziehen. Fahrmotorlüfter lassen wir noch. Wir müssen aber natürlich noch die Zugsicherungssysteme einstellen. Als da wären SIFA und PZB, LZB. So, dann hätten wir eigentlich soweit alles. Genau. Können jetzt noch ein bisschen warten. Bis 5:16 Uhr können wir uns ja derweil hier draußen ein bisschen umsehen. Und ja, sehen, dass wir unseren Zug haben. Die Baureihe 103. Mitsamt dem IC hinten dran. Während hier noch eine Baureihe 110 mit ihrem RE steht. Also ihr seht's. Dort steht's. Mainz Hauptbahnhof Bingen, über Bingen am Rhein Hauptbahnhof. Schließlich Koblenz Hauptbahnhof. So, wir haben jede Minute Ausfahrt. Stehen hier in Mainz. An diesem frühen Morgen. So, haben Ausfahrt. Ihr hört's. Türen gehen zu. So, ich würde sagen, wir lösen die Bremse. So, Fahrmotorlüfter ein. Und dann geht's los, würde ich sagen. Ja, Ausfahrt. Können uns befreien. Wunderschön. Wunderschön. Die versuchen wir auch drücken. Und dann geht's denen. Der E hat natürlich zu warten, weil wir Vorrang haben. Ihr seht's. Wunderschön. Wunderschön. Erste Station, Bingerbrück um 5:33 Uhr. Dieses Szenario stammt aus der Rubrik oder dem Bereich geführtes Eisenbahnerlebnis. Also, falls ihr das Szenario sucht, ihr werdet es dort auf jeden Fall finden. Und auf der Strecke oder linke Rheinstrecke. Es nennt sich, oder dieses Thema nennt sich Sagenhaft. Also da findet ihr dieses Szenario auf jeden Fall. Ich habe ja mit dieser Strecke, mit
in diesem Zug noch nicht viele Szenarien auf meinem Kanal. Ich habe, glaube ich, nur dieses eine, was da leider irgendwie nicht funktioniert hat, und die Burgtour. Und deswegen habe ich mir gedacht, kann ich das doch jetzt mal ein bisschen nachholen. Ein komplettes Szenario fahren. Wunderschön. Wunderschön. Kommt der Gegenzug. Ein bisschen abschalten hier, wenn zu schnell. Herrlich, traumhaft. So, können aufschalten. Ist angesagt. Dann wollen wir auch hinkommen. Wie gesagt, PZB und SIFA einstellen. Ganz einfach. Shift, Nummerblock, Enter. Und PZB, Steuerung, Nummerblock, Enter. Dann habt ihr das eingestellt. Also relativ easy. Da braucht ihr nicht durch die ganze Lok laufen und irgendwo die Schalter suchen, sondern ist so eigentlich ziemlich easy zu aktivieren, finde ich. So, ziemlich bewölkt, wenn ich das mal so sagen darf. Also sonnig ist anders an diesem frühen Morgen. Würde mich nicht wundern, wenn es dann doch noch irgendwie Regen gibt. Ziemlich windig, wenn ihr mal euch die Bäume so anschaut. Also schön ist anders. Leicht bergab, deswegen sind wir km/h zu schnell, aber ich denke, das kann man noch verkraften. Mittlerweile habe ich auch herausgefunden, woran das lag, dass ich in meinem allerersten Szenario auf dieser Strecke
ja, diesen Fail hatte, dass die Lok nicht mehr wollte. Und zwar hatte ich das Trafo aktiviert. Ich kann euch das gerne mal zeigen. Den Trafo-Schalter hatte ich auf ein und das war wohl der Fehler. Das darf man, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, nicht allzu lange anhaben. Dann überlastet oder überhitzt der Elektromotor. Beziehungsweise die Motoren und ja, dann ging leider gar nichts mehr. Ihr habt es ja gesehen. Und das war halt mein Problem und deswegen kam das halt so. Aber ja, wenn man sich nicht auskennt, dann macht man halt Erfahrung und wichtig ist ja, dass man daraus lernt. Und das habe ich. Und wie ihr seht, funktioniert dann auch alles, so wie es soll. So, gleich 150, das heißt, hier schon mal ein bisschen abschalten. Jetzt auf 0. So. Schon mal ein bisschen bremsen. So. Jetzt kann ich natürlich drücken. Natürlich ordentlich nach oben aufschalten, damit er überhaupt die Leistung annimmt, weil wir also in so einem hohen Tempobereich sind, oder Geschwindigkeitsbereich, dass er überhaupt erst bei Fahrstufe 24 praktisch reagiert, wie ihr seht. Die 103 ist ein bisschen speziell, die muss man auch speziell behandeln, vor allem mit Fingerspitzengefühl beim Hochschalten oder beim Aufschalten. Die mag das gar nicht, wenn man da zu überhastet ist. Dann wehrt die sich. Ist ein bisschen zickig, ähnlich wie die 110. Aber trotzdem eine sehr schöne Lok. So, dann sind es noch 11 Kilometer bis zum Biggerbrück. Nur noch 10. So, da kommt uns eine 628 entgegen, beziehungsweise steht da am Bahnhof. Sehr, sehr schön. Mitgeliefert zusammen mit der Strecke Nidderau, die auch schon seit kurzem raus ist. Wunderschön, der Sonnenaufgang. Wunderschön. ...138-4. So. Ich bin mal gespannt, ob wir gleich noch eine Geschwindigkeitsbeschränkung haben. Oder ob wir wirklich mit 150 Sachen in den Bahnhof einfahren. Kann ich mir nicht vorstellen.
So. Aufschalten brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr großartig. Ich denke, das reicht mit der Geschwindigkeit, mit dem Schwung. Die letzten 5 Kilometer. 100 Kilometer haben wir jetzt gleich, beziehungsweise 100 km/h. Das ist doch, dass wir ein bisschen langsamer werden, war mir schon klar. Eigentlich auch schon mal abschalten. Schwung haben wir genug noch. Da können wir eigentlich auch schon mal ein bisschen in die Bremse gehen. So, können ein klein bisschen aufschalten hier. Nicht ganz so langsam werden. Ah, 90. Dann passt es ja. Dann waren wir ja doch nicht ganz so weit unten mit der Geschwindigkeit. Es war zu viel, zu viel, zu viel. Es war zu viel. Ah. Hä? Kann ja wohl kaum sein. Wenn, dann fahren wir ja wohl bis zum Bahnsteig. Nur weil ich ein bisschen viel gebremst habe. Geht ja wohl gar nicht hier. Das war ein bisschen heftig gebremst, ihr habt's gesehen. Dann fahren wir richtig an den Bahnsteig heran. Ja.
So, das sieht ja schon ganz anders aus hier. Jetzt sieht das schon ganz anders aus. Hier in Bingerbrück. Bingen am Rhein, Hauptbahnhof. Bis auf die kleinen Verbremser, würde ich sagen, sind wir doch einigermaßen gut hier angekommen. An unserer ersten Station. Leicht verspätet, aber das ist dann halt so. So, Türen riegeln. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Und dann geht's weiter nach Koblenz. Lösen die Bremsen. Und schalten langsam auf. Wunderschön. So, 47 Kilometer bis Koblenz. Während uns die Sonne in den Führerstand scheint. So, gleich 120. Wir holen uns schon die Autos. Sehr, sehr schöne Strecke. Ja, an dem Wasser vorbei, an den Bergen vorbei. Richtig, richtig schön. Da fehlt noch ein kleines Bildchen. Wir fahren hier schön dem Sonnenaufgang entgegen auf dem Weg nach Koblenz Hauptbahnhof.
schön. Dort vorne fährt noch ein größeres Schiff. Beziehungsweise, ja, da seht ihr jetzt den großen Pott da vorne. Ja, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich liebe ja diese alten Züge, diese alten Wagen. Es waren noch bunte Zeiten. Rot, grün, Silber. Heute ist ja alles mehr Standard. Entweder rote Dostos oder weiß-rote IC-Wagen. Mehr ist ja eigentlich gar nicht mehr vorhanden. Und natürlich ein paar Triebfahrzeugwagen. Oder Triebwagen. Da war es früher halt noch viel, viel bunter in der Welt der Eisenbahn. Unter anderem dieses Farbkleid an Wagen. Interregio hatte, glaube ich, blau, soweit ich mich erinnern kann. Und IC halt rot. Und dann gab es noch die Silberlinge und ja, die mintfarbenen Reisewagen und so weiter und so fort. Rot gab es, glaube ich, auch noch, komplett rot. Ja, so war das halt damals. Eine wirklich schöne Zeit, muss man wirklich sagen. Aber ja, man kann es ja nicht aufhalten. Ne? Man kann ja nur mitgehen und sich wundern und damit klarkommen. Das andere bleibt mir auch nicht mehr über. Aber das Wetter scheint noch mitzuspielen, so wie man sehen kann. Also es scheint jetzt doch nicht mehr ganz so bewölkt zu sein. Die Wolken haben sich verzogen, die Sonne ist da und diesig ist es auch nicht mehr. Also Regen scheint erstmal nicht in Sicht zu sein. Oh, da vorne kommt eine 110 mit dem RE. Sehr, sehr schön. Das sind diese mintgrünen Wagen. Ihr habt sie gesehen, genau die meine ich. Mit Karlsruher Kopf als Steuerwagen. Geht ja auch relativ schnell voran, 33 Kilometer noch zu unserem Ziel der heutigen Fahrt.
Und geschwindigkeitsmäßig geht es dann auch wieder nach oben, 140, 160. Jetzt war zu leicht verpinnt. So, gleich 90. Kilometer noch. Wie war? So, jetzt kommen die Tunnel. Die sind ja auf der Strecke auch ein paar. Mikrofon höre ich jetzt irgendwie auch nicht. Auch mal eine sehr schöne Perspektive, finde ich.
Auf einmal eine kleine Verfolgung vom Zug. So, die Sonne ist vollständig aufgegangen. Anscheinend ist das voller Kraft. Von Regen weit und breit nichts zu sehen. Sehr gut. Jede Menge Segelschiffe. km/h Höchstgeschwindigkeit. Seht ihr? Da. Dort. Dann direkt wieder 120.
Ah, da war der Gegenzug. So, ob wir um 6.10 Uhr ankommen, schauen wir mal. 16 Kilometer noch. 20 Minuten haben wir circa noch. Nicht ganz viele Stunde. So, jetzt gleich 100. Auch eine sehr schöne Gegend hier. Da die Berge, hier die Altstadt. Richtig, richtig schön. Auch hier die Burg. Kennt ihr noch aus dem Videobook-Tour oder aus dem Szenario-Book-Tour, was es auf meinem Kanal schon gibt. Dort wurde ja einiges zu den Burgen gesagt. Ein bisschen Geschichtsunterricht. Traumhaft, wirklich traumhaft. Schaut euch das doch bitte mal an. Wunderschön, oder?
wieder ein bisschen aufschalten hier. So, das Übliche, dass es natürlich erstmal wieder mehr Kilometer wird, statt weniger, weil das ist ja auf dieser Strecke nichts Unnormales. Güterzug. Der hat den RE vor sich, der wird mit Sicherheit einige Male warten müssen, vor einem roten Signal. So, jetzt wird es langsam wieder weniger. Sechs zu zehn soll mal da sein. Gespannt. Wenn man jetzt durchfahren könnte, von Koblenz aus nach Köln, Düsseldorf, Essen. Ja, wäre schon nice. Wäre schon nice. Aber dem ist leider nicht so. Oder noch nicht so. Man weiß ja nie, was DTG sich noch so einfallen lässt. An Streckenerweiterung. Daher bin ich immer gespannt, was da noch so kommt. An Streckenerweiterungen, an überhaupt neue Strecken. Vielleicht erleben wir wirklich noch, dass in diesem Game die Strecke Berlin freigeschaltet wird oder veröffentlicht wird. Oder. Das wäre schon sehr, sehr nice. Aber am besten wäre so Köln, Koblenz, Köln, Düsseldorf, Essen. Das wäre schon. Das fände ich auch nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Was wünscht ihr euch denn so an Streckenerweiterung und überhaupt an Strecken? Schreibt es gerne mal in die Kommentare.
ich echt mal gespannt. So, jetzt kommt der KI-Verkehr hier so richtig in Schwung. Wir kommen unserem Ziel langsam immer näher. So, ein bisschen aufschalten, dass wir nicht zu langsam werden. Und dann fahren wir hier schön gemütlich in den Bahnhof ein. Scheint es ja anscheinend doch noch relativ pünktlich zu schaffen. So, dann fahren wir hier an unserem Bahnsteig ran. Bahnsteig 1. Ja. Jetzt müssen wir doch noch ein Stück vor. 19 Meter sind da vielleicht doch zu viel. Okay. Na komm. Aber öffnen die Türen, machen das allererstes mal den Fahrmotorlüfter aus, weil der geht mir nämlich
ziemlich auf den Nerv. So. Dann hätten wir das soweit geschafft, würde ich sagen. Ohne Zwangsen, ohne Probleme, ohne irgendwelche Komplikationen. Das ist ja auch mal was wert. Ja, es war eine sehr schöne Fahrt. Irgendwie hänge ich jetzt hier fest. So, da wollte ich hin. Eine sehr schöne Strecke, eine sehr schöne Fahrt, eine sehr schöne Lok. Wir hatten mit dem Wetter Glück. Also, es hat sich wirklich sehr gelohnt hier. Die Türen zu. Und da würde ich sagen, war's das. Genau. Stehen auf. Und dann haben wir gebraucht 57 Minuten 08. Haben nur die Silbermedaille erhalten, warum auch immer. Waren noch eigentlich in Koblenz pünktlich. Wir waren in Bingerbrück pünktlich. So schnell waren wir eigentlich auch nicht. Warum das nur Silber gibt, ist mir jetzt schleierhaft. Aber sei es drum. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Passt auf euch auf. Ich wünsche euch wunderschöne Ostern. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Feiert schön. Versteckt eure Eier. Ich hoffe, ihr findet sie alle wieder. Bis dahin, macht's gut. Morgen wird es kein Video geben, aufgrund von Ostern. Ja, was will ich noch sagen? Bleibt gesund, ihr hört mich dann nach Ostern wieder. Passt auf euch auf. Ciao, Servus und Tschüss. Euer der Danny Spieters. Haut rein, macht's gut. Bye, bye.